Alphabet. La odiano. So viel zum Thema nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Schade. Oh, na gut. Einfach mal hier über das Schiff rüber. Nö, nö, alles gut. Ignoriert mich. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Überlegen, wie ich mich gleich El Tiburon stellen werde. Das wird nicht einfach werden. Lauf weg da! Das war gut. So, jetzt warten wir einen Moment hier. Wir können ja noch ein bisschen Munition einsammeln. Die brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend. Rauchbomben sind eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht können wir ihn mit Rauchbomben verwirren. Aber das bleibt abzuwarten. Es ist halt, wie gesagt, ein schwerer Kampf. Ein super schwerer Gegner. Und dem man sich wirklich die Zähne ausbeißt. Hier können wir noch nicht hoch. Ich war der Meinung, dass es eigentlich geht, aber okay. Halt dich bloß fest, Kollege. Halt doch! Entschuldigung, darf ich mal... Oh, die Ausgangsposition kommt mir noch bekannt vor. Hier habe ich doch irgendwo auch schon mal gehangen. Tschüss! Vielleicht kommt er ja jetzt hierher. Das wäre relativ wünschenswert. Komm her. So. Hier muss doch irgendwo ein Heuhaufen sein, wo ich reinspringen kann. Oh, da ist Torres. Tatsächlich. Klappe zu, Mann. Der macht mir voll den Strich durch die Rechnung. Zumindest jetzt mal. Das war's. Das war's, Torres. What? Scheiße. Scheiße. Das wieder, hä? Oh, Kacke. Ah, okay. Versuchen wir das mal. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Okay, er rennt nicht viel. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Das ist schon mal gut zu wissen. Gegen Kugeln kann man nichts ausrichten, also... Und wenn ich dich erschieße? So. Verdammt. So, rennen wir wieder ganz schnell runter.
verstecken uns mal hier. Nachladen ist schon mal gut. Okay, wo kam ich hier hoch? Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich hier hoch konnte. Oder gibt es die Option jetzt nicht mehr? Verdammt, die Option ist hinüber. Ich habe es ja durchgeschnitten. Ich dusseliges Ding. Jetzt aber ganz schnell. Fix nachladen. Viel hat er nicht mehr. Okay, sehr gut. So sehr müssen wir uns gar nicht die Zähne ausbeißen. Das läuft doch ganz gut für uns. Sehr schön. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Oh, okay. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Cool. Und damit fahren wir des Henkers Henker im Endeffekt. Sehr cool. Wir müssen jetzt nur entkommen. Sprich, wir müssen auf die Wasserseite und dort runterspringen. Das sollte genügen. Hoffentlich. Okay. Also. Tschüss, ihr Idioten. Da kommt wahrscheinlich keiner nach. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wo ist Torres? Ach cool, hier können wir nicht lang. Wunderbar. Ich hatte den Kampf mit El Tiburon echt komplett anders in Erinnerung. Ich habe mir damals echt so die Zähne ausgebissen. Aber so geht's offensichtlich. Wunderbar. Sehr lustig ist auch aus dem Gebiet entkommen und verstecken, wenn man bedenkt, dass die gesamte Stadt eine Sperrzone ist. Wo kann ich denn noch hin? Guckt euch das mal an. Wenn, dann muss ich da... Ja, die gesamte Stadt ist eine Sperrzone. Ich muss hier raus. Also gehen wir zur Jackdaw. Wir versuchen uns da irgendwo zu verstecken. Dann die beiden schalten wir noch raus. Kann ich hier durch? Ach, nice. So schnell ist man dann bei der Jackdaw. Hoffentlich. Es sind zumindest nicht mehr viele Wachen. Oh Gott, okay. Also zum Assassinenbüro. Zu der netten Süßen. Obwohl Anne und Mary da durchaus besser sind, aber... Die ist niedlich. Auch von der Art her. Die fand ich super sympathisch damals. Wie gesagt, den Auftrag lasse ich jetzt einfach mal. Spielt es doch einfach selbst, wenn ihr das sehen möchtet. Und die Dame besser kennenlernen wollt. Ist einfach so super herzlich. Aber ich habe ihren Namen vergessen. Schade.
Und ich hoffe, dass der Schädel noch da ist. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Verdorbenes Blut. Oh. Na guck mal. Gar nichts geschafft. Wundervoll. Genau, El Tiburon kämpft sonst sehr, sehr gerne mit Pistolen. Wir haben ihm jetzt nicht die Möglichkeit gegeben, sie zu nutzen. Von daher konnten wir auch niemanden als menschlichen Schild benutzen. Ich hätte es drauf anlegen können, aber so war der Kampf ja relativ schnell vorbei. Okay. Torres sitzt in der Falle. Let's have a look. Wo? Immerzu ein Dorn. Sollte ich da vielleicht vorher noch mein Schiff aufrüsten? Wäre eine Idee. Zumindest die Mörser nochmal neu kaufen. Also gehe ich kurz zu diesem Fort, was ja zum Glück unseres ist. Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Oh-oh. Torres weiß es nicht. So. Da kaufen wir noch eine dazu. Und bei den Mörsern nochmal 8. Sehr schön. Du ihm und riskierst es zu verlieren. Er soll wissen, dass ich es habe. Warum? Bevor er stirbt. Edward, unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Ei, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. So viel Segel, wie ihr könnt! Die wird ja wohl jetzt nicht hier lang gehen, oder? Na toll, sie geht doch hier lang. Also. Macht euch bereit! Yep. Oh, ich habe 7 Crewmitglieder verloren. Entschuldigung. Oh, wunderbar, wunderbar! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Du wirst uns nicht kriegen. Feuer! Stimmt, und an dem Kriegsschiff kann man sich auch ordentlich die Zähne ausbeißen. Ich erinnere mich. Aber, wie gesagt, rüstet die Jackdaw auf und dann sollte es kein Problem sein. Das sieht aus, Sir. Das hört sich man sehen kann. Ihr braucht doch nicht die Zusatzpläne. Das läuft schon so. Sehr gut. Ich werde sie jetzt aber nicht entern. Einfach weil... Ja, wozu? Bringt gerade nichts. Bringt sie um und füttert mit ihnen die Haie! Ah, oh, das ist hier, Feuer! Galliano! Jetzt geht's aus Assassin's Creed 2 und Brotherhood. Ich dachte, der wäre tot. Der müsste eigentlich schon seit Jahrhunderten tot sein. Sie nehmen halt immer dieselben Synchronsprecher. Jetzt sollte ich mich auch mal bewerben. So, moin! Es ist ein Piratenjäger! Oh nein, für die haben wir jetzt keine Zeit. Einfach 9. Immer zu ein Dorn. Es geht zum Ende. Huiuiuiui. Bleibt nur noch Torres. Und ich hoffe, dass wir diesen Schädel behalten. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Wie Rogers und Tornigon. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wie, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe.
Doktor, tut mir leid. Erreichen wir die Küste. Allein. Mal wieder. Anne könnte ja mitkommen. Kommt Anne wirklich mit? Anne kommt tatsächlich mit. Das finde ich cool. Ich hatte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Oh, das wird lustig. Biber, Biber, Biber. Okay, Anne. Dann mal ran. Du kannst kämpfen. Das ist schon mal erfreulich und wir sind mal nicht ganz alleine. Das ist noch erfreulicher. Zum Observierungsraum gelangen. Den Weg kennen wir ja schon. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Töten. Also, am besten töten. Oh Gott, sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Oh Gott. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Oh. Das klingt gar nicht gut. Oh Gott. Wir haben euch alle verschont. Und dann sowas. Oh. Da flog noch einer. Oh. Das wollte ich nicht. Das ist ebenfalls erfreulich. Danke, Kroko. Das war nett von dir. Gott, ein Meer aus Leichen, ehrlich. Wieso brennt es hier? Was? Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Okay, also, die Templer missbrauchen es für Macht. Schön und gut, aber wer sagt einem, dass es die Assassinen nicht genauso tun? Wer gibt einem die Sicherheit? Oh, ernsthaft? Anne? Die wird schon überleben. Sie ist schließlich ganz Cass. Und tough. Die macht das schon. Und sie ist von Mary ausgebildet worden. Also. Läuft. Und sie ist nicht betrunken. Ich nehme den Weg von oben. Hi, da bist du ja. Hast du fein gemacht. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Später, Anne. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Ups. Good girl. Komm weiter, wir sind gleich da. Es ist nicht mehr weit. Ich hatte es irgendwie kürzer in Erinnerung. Ihr auch? Oder bilde ich mir das ein? Ah, jetzt. Jetzt sind wir da. Komische Geräusche. Was passiert hier? Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Wo auch immer Anne geblieben ist, aber... Venga, muévete. No puedo. Mis piernas no responden. Gott. ¿Has oído? Levántate. No quiero dejarte aquí. Será vuestro funeral. Por fin está aquí. El pirata está aquí. Hallo. Perdón. Und tschüss.
Okay, wie komme ich denn da am besten hin? Hier jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal, doch, das geht. Muss ich nur mal gucken, ob ich hier irgendwo rumkomme. Oh, das ist die falsche Seite. Oh, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich glaube, ich muss da lang. Ja. Ist das ein Stress? Muss er da irgendwo an der Seite lang können? Wieso komme ich denn da nicht hin? Muss ich einen anderen Weg nehmen? Ah, Moment mal. Ich glaube... Da oder da? Ne, ich glaube, ich gehe hier lang. So. Aha. Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja Stress, ey. Alter, ich bin klatschnass. Ups. Hemos activado algo. Registradlo todo. Hay que parar esta locura. Hallo. Wie kann ich die denn bitte mit der Verteidigung da eliminieren? Okay, ich muss sie irgendwie so da rein zwingen. Genau. Verdammt, das fängt hier gar nicht an. Okay. Das ist mir jetzt Wumpe. Wie komme ich zu Laureano? Das weiß keiner so genau. Kommt das auch wieder raus? Okay. Ah! Gott! Hui! Ach geil, das geht auch noch nach Zeit. Ah! Halt dich fest! Komme ich denn da hoch? So. Ah, nein! Edward! Nein! Bitte nicht! Oh Gott, ich muss mir gerade mal hier meine Klamotten vom Leib reißen. Das ist ja...